Moin Moin, Teil 2, Einbau unseres Wechselrichters ins Wohnmobil. Ich habe so ein bisschen was vorbereitet, ich habe ein Holzpodest gebaut, wo der Wechselrichter rauf hier soll. Hier ist der nächste Schritt. Ich habe hier diese Leisten angebracht, sodass der Wechselrichter hinten, genauso, sodass der Wechselrichter nicht von diesem Podest fallen kann. Hier sind auch schon die Gummiteile rangebaut, sodass das Ganze auch ein bisschen federnd gelagert ist. Und so ist der Wechselrichter fixiert. Ich kann ihn jetzt nach vorne rausnehmen und kann ihn rausziehen aus dem Batteriefach oder aus dem Nebenfach des Batteriefachs. Aber das sehen wir später noch. So, nun werde ich mit der Zange, mit dieser Spezialzange, werde ich jetzt die Ringkabelschuhe an das Kabel ranpressen. Erstmal an, so einen Ringkabelschuh aus der Packung zu holen. Da haben wir den. Und da muss ich mal gucken, wie lang das Ganze geht. Bis da werde ich das abtrennen mit dem Cuttermesser. Der Kabelschuh kommt jetzt hier rüber. Ich habe extra so ein bisschen mehr gelassen, dass das richtig schön satt noch übersteht. Und jetzt kann ich das mich hier besser einspannen. Ich bin gleich wieder da. Da haben wir es. Einmal gequetscht. Das haben wir schon einmal so. Und vorne noch einmal. Zweimal gequetscht und jetzt ist er bombenfest. So, jetzt habe ich das Kabel fertig, das Minuskabel, und da sieht man mal, ich habe hier die blaue Kennzeichnung angebracht und habe das Ganze abisoliert, sodass die Dinger, die Ringösen, richtig schön eingepackt sind und mit blau gekennzeichnet sind. Hier hinten nochmal, dass ich weiß, dass das Minus ist. So, das Holzpodest ist verschraubt unten und ist jetzt richtig fest. Da hinten habe ich eine Öffnung gemacht, damit ich da das Kabel durchführen kann zur Batterie. Eingebaut, richtig fest hier auf dem Podest. An allen Seiten sind die Kanten, kann ich weg. Hier habe ich jetzt noch eine Erdung. Die Erdung wollte ich jetzt hier ranbringen. Jetzt muss ich aber erst mal gucken, ob ich tatsächlich dann hier auch einen Massepunkt habe. Das werde ich jetzt checken, indem ich hier mit meinem Messgerät schaue, wo habe ich Volt? 20 Volt. So, und dann gehe ich da einmal ran und werde hier einmal yep. Funktioniert. Ja, ich habe gerade gemessen, hier von der Steckdose, hier vorne die Steckdose angebracht, zu den Punkten, funktioniert. Kann ich also machen, hier die Erdung dran, wunderbar. So, die Erdung ist dran, hier das Erdungskabel, vernünftiges Kupferkabel, das wird auch eine gute Erdung haben. Pol. Minuspol ist auch verbunden. Und hier haben wir den Wechselrichter, der kriegt noch einen Spanngurt rum, dass er nicht durch die Gegend fliegen kann. Einmal um den kompletten Tisch rum. Und wenn ich jetzt hier einschalte, dann sehe ich 14,2 Volt. 0 Watt, 14,2 Volt. Und jetzt mache ich mal den Akku vom Fahrrad ran. So, das E-Bike wird geladen. Über das Ladegerät. Hier habe ich eine Verlängerung, die kommt nachher durch den doppelten Boden und wird hinten in die Garage gehen. Und wenn ich hier schaue, sehe ich 13,5 Volt, 160 Watt. Oh, 172, 160 Watt.
Super, läuft.